Willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir haben hier gerade noch einen Auftrag, und zwar sollen wir die Villa von der alten Dame finden. Die ist hier hinten. Das trifft sich gut, weil ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ich doch die rechte Seite hier auch noch machen sollte und dass man zu der Stadt wohl nicht mit einer Quest hinkommt. Also werden wir jetzt wohl doch erstmal nach rechts weiter gehen. Da ist die Villa. Wir sind hier. Ja, dann. Da ist die Villa. Ich glaube, wir gehen dann mal hier so lang. Dann da hoch. Ach, schauen wir mal. Wird schon irgendwie schief gehen. Ich glaube, haben wir noch was, um unser Schwert zu reparieren? Ich glaube nicht. Nee, schade. Dann hoffen wir mal, dass wir nicht so viele Banditen oder Deserteure oder so treffen. Bin gestern zum Reisigsammeln in den Wald gegangen. Und hier haben wir auch noch ein paar Quests eigentlich angenommen. Ach hey, müssen wir mal schauen. Müssen wir mal gucken. Da lagen tote Wölfe. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier alles unter einem Hut kriegen. Da stehen Zelte. Da ist ein Bär. Wann sind wir denn das Level aufgestiegen? Hässlicher Bastard. Aua. Zack, in den dicken Bärenhintern. Oh. Ja. Dann sind wir dann im Level aufgestiegen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Dann machen wir direkt die. Was ist das hier? Lichtreflexe. Aber wird die Zeit noch mehr verlängern? Machen wir jetzt den hier. Problem ist nur, da das ja nicht wirkt, weil das ja hier nirgendwo drin ist. Was war das hier? Aber der Rest ist eigentlich auch alles gut. Ja. Da müssen wir mal schauen. Hier haben wir ein Silberschwert gefunden. Ist aber schlecht. Und wir sind bald schon wieder überladen. Ach du meine Güte. Sonst ist hier nichts weiter. Nee. Das war allerdings auch direkt das erste Fragezeichen. Perfekt, dann können wir jetzt hierhin weitergehen. So. Kann eigentlich ein Schwert so kaputt gehen, dass es zerbricht? Machen wir erstmal hier so ein Stück Käse. Wird schon ausreichen. Da ist was. Ach, das sind wir. Ja. Hier ist ganz viel. Da kümmern wir uns ein andermal drum. Da habe ich jetzt keine Lust zu. So. Wollen wir mit dem Pferd hier über den Berg? Das ist jetzt die Frage. Oh. Müssen wir gar nicht, weil. Wir müssen wieder da runter. Da unten ist der Höhleneingang. Komm schon, Plätze. Okay, man kann das Pferd nicht zwingen, in den Tod zu springen. Lauf, Plätze! Jetzt haben sie uns gesehen. Wir haben irgendeine Quest.
Ach du meine Güte. Was für eine Quest haben wir denn jetzt hier bekommen? Hier neu? Oder ich weiß es nicht. Oh. Okay. Wir nehmen mal die Katze zum ersten Mal, weil ich sehe gerade. Also so, jetzt solltet ihr auch wieder ein bisschen was sehen können. Okay. Dann wollen wir uns hier mal umschauen. Wie lange hält die Katze denn? Wieso bist du... Danke, ich wollte gerade sagen, wieso bist du noch im Kampfmodus? Weiß noch nicht, wofür ich die Pilze... Hier steht eine Truhe. Okay, noch nicht überladen. Hier ist nichts mehr, keine Truhe. Wir können das Ding hier anzünden. Ding. Oh shit. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn bitte schon im überladenen Zustand kämpfen? Das sind 21, 6, 6, 8, 18. Ja, 3. Ach, wir schmeißen das einfach mal weg. Was ist das? Hier ist eine. Och du Scheiße. Aber scheint irgendwie draußen zu sein. Hier geht's noch weiter. Hier liegt einer. Ah, er hat ein bisschen Geld. Oh. Da hinten ist nichts mehr. Hoppala! Ah, hatte ich gerade den Tränken oder zu spät? Egal, ich glaube, ich hatte gespeichert. Hatte ich gespeichert oder wollte ich speichern? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich habe es nicht getan. Ich glaube, ich habe es nicht getan. Yeah. Diese blöde Vergiftung. Bind dir auch einfach ein Tuch vors Gesicht. Thank you.
Hab das jetzt mal. Dankeschön. Blöden. Gut, da hat sich doch gespeichert. Ups. Katze hat nachgelassen. Was ist das? Seht wieder nichts, ne? Aua! So. Oh. Alter, was ist falsch mit dir? Alter, aua! Autsch. Gut, dass ich davor gespeichert habe. Okay. Der scheint ein wenig sauer zu sein. Wäre ich auch, wenn man mich jahrelang in so einer Höhle einmauert. Wovon hat er. Wie hat er sich eigentlich ernährt? Jetzt sagt mir das Spiel schon, dass ich mit F5 einfach speichern kann, weil ich so oft gestorben bin, ne? Ach ja. Die Loge der Zauberin. Ja. So. Seht ihr jetzt was? Schmeckt dir das Silber? Okay, wenn ich auf Lesen drücke, ist das Spiel pausiert. Das ist ja, danke, dass du mich das jetzt erst lesen lässt. Er hat denn schon mehrere andere Sachen, die ich auch nicht gelesen habe. Tagebuch des Hexers George. Als ich einen Frosch im Hals hatte, als ich das Gerücht über einen Drachen vernahm, eilte ich sofort nach Wehl. Leider wurde ich von den Präfekten von Gors Wehlen von meiner Jagd weggeholt. Sie wollten meine Expertenmeinung in einem rätselhaften Fall hören, bei dem
eine Reihe von Schiffsbrüchen möglicherweise auf das Tun von Nachterscheinungen zurückzuführen war. Offenbar schien ein Drache, der das Land verwüstet, nicht so wichtig wie blockierte Handelsrouten. Glücklicherweise konnte ich das Rätsel um den einsamen Leuchtturm schnell lösen und mich erneut an die Fersen des Drachen heften. Ich habe erfahren, dass die Bauern aus den zerstörten Dörfern in den Elfenkatakomben unter dem Sturmsee Zuflucht gesucht haben. Klug. Doch waren sie nicht klug genug, Feuerholz mitzubringen. Und haben die Manuskripte der Elfen verbrannt, um sich zu wehren. Mir blutet das Herz bei dem Gedanken daran, was für ein Wissen über das Elfenvolk in diesen Flammen aufgegangen ist. Zumindest haben einige Manuskripte überlebt, darunter auch einige sehr interessante Zeichnungen von Rüstungen. Doch genug davon. Augenzeugen haben berichtet, helle Schuppen, Hüfthöhe, zwei Kläffer, Länge fünf Klafter, zwei Klafter, Hüfthöhe zwei Klafter, Länge fünf Klafter. Andum, geschätztes Gewicht rund 14 Quintal, ist in der Lage, länger als eine Viertelstunde eine hohe Temperatur in seinen Drachen Lungen zu halten. Fazit: Wir haben es mit einem grünen Drachen zu tun. Beginne die Jagd. Gute Leute, im Wald fand ich neulich seltsame Spuren auf den. Ach so, das ist das. Okay, dann wollen wir jetzt mal gucken. Okay, das scheint wenig zu bringen, aber was mit Feuer. Gerald, du bist einfach zu langsam, sieh's ein. Wuhu, wo ist er? Da. Da hätte ich nochmal draufhauen können, ich war mir nicht sicher. Ah. Ah. Oh, 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 shit. Ich häng fest. Rennt einmal runter. Geh mal hinten rum. Oh, ihr seht gar nichts, oder? Probieren wir es mal so. Wow. Und tschüss. Habe ich hier irgendwas übersehen? Mal gucken. Hier können wir ein paar Kerzen anzünden. Ne, die Truhe. Ist hier noch eine Truhe? Oh, hier haben wir noch was. Ja, okay, auch nicht viel drin. Gut. Bisschen was. Ja, ich denke mal, können wir jetzt hier mal gucken, wo es, wo wir hier rauskommen. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Schwupp. Aha, wir sind hier draußen. Boah. Warte mal, jetzt muss ich die Katze aber mal wegnehmen. So. Und wieder alles aufgefüllt. Hier liegt ein totes. Ich kann es nicht untersuchen. Wieso kann ich das nicht untersuchen? Wahrscheinlich, weil ich das jetzt schon gelöst habe, weil ich aus der anderen Richtung da reingegangen bin, oder? Wo sind wir eigentlich rausgekommen? Da sind wir reingegangen und hier sind wir rausgekommen. Da müssen... Moment, ich hatte doch hier... Ich hatte doch da oben noch was.
erst bei Nebenquests gelandet. Huch! Warum ist da überall ein Ausrufezeichen dran? Das müsste das sein, oder? Ja, genau. Okay, dann... Ups, warte mal. Stimmt, ich kann ja auch hier unten gucken. Haha. Weil das jetzt... Dann gehen wir jetzt hier runter. Hat eigentlich die Zeit. Ja, wir haben noch ein bisschen... Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ach, ist das schön. Hatte ich ja gerade schon gemacht. So. Geralt, wie kommen wir jetzt runter, ohne dass du stirbst? Wuhu! Es steht ja einfach eine Truhe im Wasser. Oh Mann. Ich muss aber... Erst will ich jetzt da hinten hin. Will ich mal gucken. Oh, ich hätte da gar nicht runter gemusst. Da ist es. Hier? Ich würde sagen, halt, ob Geralt. So. Das hier heult was. Oh. Das Medaillon vibriert. Cool. Das muss ein Ort der Macht sein. Und das direkt hier oben. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen. Ja, ist klar, dass wir jetzt überlastet sind. Hier. Was ist das schlecht? Ich hätte hier schon lange sein können, ne? Doch, schon besser. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Der geht dann jetzt hier drauf. Oder? Was ist das hier? Ach, der Schild. Den benutze ich eh fast nicht. Gehen wir erstmal, machen wir erstmal das hier. Ja. Gut. Dann können wir jetzt zu dem Haus gehen und danach stirbt Geralt. Danach schauen wir dann erstmal. Was ist das? Schau mal, was dort rumläuft. Es guckt uns an. Da hinten sind Wölfe. Da ist er. Was ist das? Was ist das? Das... Will ich mir das angucken? Ich habe gerade gespeichert. Ja, komm. Das... Jetzt bin ich neugierig. Was ist das? Da es Baum ist, denke ich mal, dass das gut brennt. Oh, hier sind noch ein paar Wölfe. Okay. Und tschüss. Ich verschwinde mal direkt wieder. Das ist wohl ein bisschen stark. Es ist zu stark, aber es verfolgt uns. Ach, es ist nur ein Wolf, der uns verfolgt. Kuckuck! Au! Nee. Wenn ja, der verfolgt uns, also. Also würde ich sagen, nein. Dann vielleicht ein andern Mal. Dann lassen wir ihn erstmal in Ruhe. Kein Problem. Kein Stress, Freund. Wir kommen wieder. Irgendwann bist du dran. Aber.
Ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, oder wie heißt das? Dann werden wir jetzt erstmal den Schatz aus dem Haus holen. Aus dem Haus holen. Wird nicht viel sein, da wir das ja schon längst hätten machen können. Wo ist er noch da? Nee, jetzt ist er gar nicht hier. Hey, ich dachte ja mal gerade, was ist das denn für einer? Na gut. Jetzt wissen wir's. Wetzel, wo bist du? Wo bist da? Wir wissen, dass es ein Hey. fieser Sack ist, so. Ach, hab dich. Ich weiß, dass du. Ich weiß, dass du keine. Dass du Bäume nicht leiden kannst. So. Komm schon. Hilfe? Vielleicht? Hallo? Der Hexe hat sich verirrt. Ach, das ist eine Erscheinung. Wieso erscheint hier eigentlich alles? Das muss das Herrenhaus sein, das die alte Frau meinte. Ach komm her, wenn du dich traust. Ich glaube, die Erscheinung ist kaputt. Die hat uns ja gar nicht vernünftig angegriffen. Sagt er, sie irgendwo hätte sie was versteckt. Da müssen wir nur mal gucken, wo. Töte die Monster im Anwesen. Okay. Wir sollen die Monster töten. Gut, dann gehen wir halt erstmal die Monster töten, bevor wir uns hier den Schatz schnappen. Da das, glaube ich, keine. Wow, das war. Okay, es sind doch Erscheinungen. Noch eine Erscheinung. Da kommt noch eine. Hat sich ausgeschieden. Bringt das was? Ich glaube nicht. Ich wollte gar nicht meditieren. Hey, sie hat es geschafft, da rauszukommen. Hallo. Zurückkehren. War gar nicht so weit weg, die war da. Gut. Könnten wir eine Schnellreise hinmachen, machen wir aber nicht, weil wir werden jetzt die beiden hier oben auf dem Rückweg mitnehmen, dann dahin gehen und danach gehen wir wieder nach rechts. Ist doch ein Plan. So. Muss ich nur mal gucken, wie ich hier rauskomme. Ob hier bin ich reingekommen. Da steht unser Pferd. Jawohl. Gut, aber ich sehe gerade, Freunde, der Part ist eigentlich vor bei will ich hier bleiben? Nein. Nein, das ist mir zu gefährlich. Wir verschwinden mal. Ach du Scheiße. Ich will hier weg. Einfach weg. So. Gut. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Wir bleiben jetzt einfach mal mitten hier im Wald stehen.
das so eine gute Idee ist, wer weiß. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann ja, sagen wir Bescheid, dass ihr Haus befreit ist und dann gehen wir wieder nach rechts. Mal schauen, was uns da noch so erwartet. Bis dann und ciao.